Hey, wollen wir spazieren gehen? Ich möchte gerne die Stadt der Anfänger dieses Spiels sehen. Klar, sie scheint eine Menge Änderungen vorgenommen zu haben. Die Stadt der Anfänger. Marktstraße, Plaza, Teleporter, Park am Seeufer, Aussichtspunkt. Ich will den Park sehen. Die Stadt der Anfänger ist der Ausgangsort dieses Spiels. Sie ist in vier Bereiche eingeteilt. Ah, okay. Auf dem Plaza mit Teleporttor brechen Spieler zu Abenteuern auf oder kehren von ihnen zurück. Zu beiden Seiten der Plaza liegt die Marktstraße und der Park am Seeufer. Dahinter befindet sich der Aussichtspunkt. Im Osten und Westen liegen Stadtgebiete. Erkunde sie und finde heraus, was sie zu bieten haben. Ich bin gerade richtig glücklich darüber, dass ich mal die Mute-Taste gefunden habe bei OBS. Gehe mit Asuna durch die Stadt. Was kommt hier? Verdammt, jetzt bin ich zu viel laufen. Nee. Kommandoliste öffnen. Schön, dich kennenzulernen. Hallo. Was zum? Ich kann ja echt so wie in einem MMO. Heute Schluss machen. Emotionsliste. Verbeugen. Okay. Ja gut, wir spielen ja leider nur alleine sozusagen. Die Symbole oben erinnern mich auch so. Ich habe damals so das MMORPG von Final Fantasy gespielt. Gar nicht mal so weit. Ich wüsste auch jetzt mal gerne, was G ist. Was ist gut? Oh. First Person? Nee. Geht First Person nicht? Was ist. Ach, Loben ist gut. Erneutes Wirken. Was? Okay, was kommt immer noch? Kameradistanz. I und K. Ja. So ist doch schön zu spielen. Alles klar, Leute, gehen wir! Kann ich sprechen? Reden, Enter. Ja. Hast du einen guten Ort zum Monsterjagen? Ich jedenfalls nicht. Ein Handbuch oder so scheint es auch nicht zu geben. Nun denn. Ja, kann sein. Hehe, ich glaube, du und ich denken ähnlich. Zuneigungssystem. Mit H. Warte mal! Ich muss hier. Verwegen. Was ist das denn alles? Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Und ich sehe meinen Mauszeiger doppelt. Das ist irgendwie gerade sehr irritierend. Kann ich sie anheuern? Irgendwie anfreunden, damit sie sich dem Team anschließt oder wie? Okay, das finde ich später noch heraus. Und ich muss die Kamera endlich wieder ändern. Oh Gott, viel besser. Ich dürfte ja genau hiermit auch drehen können. Und die Map war. Wo war die Map? Oh, da springen. Was? Ah, Skills. Zeig mal die Skills. Skillpunkte. Je mehr du deine Waffen verwendest, umso besser kannst du mit ihnen umgehen. Errichtest du bestimmte Schwellenwerte, meine Güte. Bei der Beherrschung deiner Waffe erhältst du Skillpunkte. In seltenen Fällen kann man auch Skillpunkte für das Besiegen eines Gegners erhalten. Du brauchst Skillpunkte, um weitere Skills zu erhalten. Möchtest du wirklich drei Skillpunkte ausgeben, um Schildüberzug zu lernen? Skills können über den Bildschirm Skill im Hauptmenü gelernt werden. Dort kannst du Skillpunkte einsetzen und verfügbare Skills zu erlernen. Unter diesen Skills findest du besondere Extra-Skills. Extra-Skills sind spezielle Skill-Strukturen, die mehrere Unterskills umfassen. Man kann nur einen Extra-Skill auf einmal festlegen. Oh, okay, da muss ich mich mal ein bisschen entscheiden, weil. So, ich schätze mal, am Anfang muss ich ja eh das da lernen. Okay, das kann ich jetzt schon lernen. Ja, das kann ich auch schon lernen. Warum das denn? Bogenschlag, besitze ich den schon? Ah, den besitze ich schon. Warum kann ich denn da den nicht nehmen? Ich habe 9. Okay. Schildüberzug und schützt gegen Angriffe. Erhöht Abwehr von Verbündeten dicht hinter dir. Erhöht Abwehr. Abwehr plus 30% für 2 Minuten. Das ist eigentlich ganz cool. Parieren. Ach, das habe ich auch schon. Zwei habe ich schon. Ah, okay. Und ich kann auch unten gehen. Ein Haarschwert. Rapier. Robbensäbel. Ja gut, ich habe ein Schwert. Ich will auch nichts anderes als ein Schwert haben. Dabei doch irgendwann später schon. Aber wir spielen Kirito, er hat ein Schwert. Vielleicht noch ein Zweihandschwert irgendwann. Oder ein Katana. Okay, es gibt halt doch ein paar coole Sachen. Und irgendwie sind die auch verbunden hier, oder wie?
Die hängen alle miteinander zusammen, in gewisser Weise, glaube ich. Ich glaube, jetzt nehme ich erstmal. Ich spare die erstmal. Ich glaube, vielleicht kommt da noch irgend so eine Quest, dass ich da was einstellen soll. Dann habe ich keine Punkte mehr. Es wäre ein bisschen suboptimal. So. Nein, nein, ich will die ganze Zeit damit laufen. Nein. Okay, so kann ich die Kamera auch drehen. Das ist praktisch. Wo war die Karte? Die Karte. Hi. Karte. 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 Ich komme mit Escape nicht mehr in die Einstellung. Nein, nein. Lass. Mann, sei doch leise. Wie komme ich in die Einstellung? Gut, Kamera, ich gut. Nein. So. Okay, hier bin ich da schon mal. Option. Nein, ich brauche die Tastenkonfig. Die Karte. Springen, reden, nächstes Fenster. Ich kann sogar reden. Wow. Minikarte öffnen mit V. Warum denn V? Okay, ich habe anscheinend hier gar keine Karte. Und ja, es geht First Person, aber keine Ahnung, ob ich das so interessant finde. Nee, dann nehme ich lieber. Wie habe ich die First Person angemacht? So. Und Karte kann ich nicht nehmen. Okay. Okay, jetzt habe ich mal ein bisschen die Steuerung. Gehen wir einfach mal in die Marktstraße. Gehen wir da einfach mal rein. Ah, dieses wird dann als wirkliches MMO wäre bestimmt auch ziemlich geil. Wenn das alles keine NPCs wären, sondern wirklich online mit anderen Spielern, das könnte ganz interessant werden. Aber irgendwie würde jeder Kirito heißen in einem MMO von 2009, glaube ich. Und danach Kirito mit verschiedenen Zahlen und keine Ahnung. Hier dürfen wir Liz finden, vielleicht sogar. Wollte ich ja neue Materialien, glaube ich, holen. Oder auch im Grunde genommen. Funke, Funke. Darf ich mich nicht nach Waffen umsehen? Waffen, komm, lass mal reden. Wir haben sämtliche Waffen unter der Sonne auf Lager. Sieh dich doch einfach mal um. Kaufen. Kurzschwert, Bronzeschwert. Bronzeschwert wäre eine Verbesserung, aber ich glaube, ich hole mir jetzt noch keine Waffe. Ne, ich hole mir jetzt noch keine Waffe. Aber was haben wir jetzt für ein Schwert? Würde mich jetzt mal interessieren. Bronze, schätze ich mal. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Nein, du sollst dich nicht hinsetzen. Geh, steh auf. Nein. Oh Gott. Kirito, du Listing. Speedy. Speedy.
Speedy, 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 reden, genau. Kein echter Abenteuer zieht ohne Rüstung ins Feld. Oh, lass uns sogar in Geschwindigkeit besser, aber in Abwehr schlechter. Okay. Gut, dann muss ich mir später auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Danke für deinen Einkauf, komm bald wieder. Ja, du hast gekauft. Wieso freust du dich sowas, Luna? Also, ne? Aussichtspunkt. Ach, ist schon das Ende der Straße? Achso, wir sind mit drin gespawnt. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir sollten später noch ein bisschen mehr mit den NPCs reden. Okay, die Kamera ist echt. Ich glaube, ich muss die Maus unterstellen. Wir kommen nicht ins Wasser? Nein, ich will. Ja, okay, wir müssen wieder die Brücke. Plaza da oben. Da oben sind Leute. Oh Gott. Und Wachen mit Level 25. Jetzt schon? Okay, ich stelle mal kurz die. Habe jetzt mal ein bisschen DPI runtergestellt. Was sind hier? Blumenhändler? Nein. Ein Tisch für zwei? Goldbohnenkaffee. 800 Kohl. Habe ich überhaupt Geld? Wo sehe ich denn mein Geld? Da unten 1000 Geld. Ja gut, dann habe ich noch 200. Also das lasse ich jetzt erst einmal sein. Später gehe ich mit Asuna essen. Asuna essen. Ja, das mache ich später doch. Ich frage mich, keine Ahnung, wenn wir uns jetzt umbenannt hätten. Sie hat uns ja mit Kirito angesprochen. Dann müsste sie uns ja einfach nur mit einer Lücke ansprechen. Keine Ahnung. Oder trotzdem mit einem. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, da ist es immer am besten, wenn man das wirklich original lässt. Dieses Zubehör würde dir großartig stehen. Wie wär's? Meine Güte. Irgendwie, wenn ich so viel spreche. Schaden, die Sekunde, SPS und Angriff. Aber es kostet 650. Ich will noch nicht so viel Geld ausgeben. Nein, ich guck mich nur ein bisschen um. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ich komme später wieder, wenn ich Geld hab. So ist es gegenständig. Hier bist du findig. Wir haben alles, was dein Herz begehrt. Heiltränke? Heiltränke. Heiltränke und AP. Tränke. Wir gehen hier 60 Sekunden lang 300. Halt sofort 300 und zusätzlich 20 Sekunden lang. 60 Sekunden lang 20%. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Was hast du zu bieten? Willkommen in meiner bescheidenen Schmiede. Möchtest du Ausrüstung verbessern oder verwandeln? Verstärken und verwandeln. Okay. Das ist wieder so ein Ding. Du kannst mit den Spiel gefundenen Materialien deine Ausrüstung in der Schmiede verstärken und verwandeln. Das Verbessern deiner Gegenstände erhöht seinen Wert. Ein Schmiedeskill kann ihm sogar eine Spezialfertigkeit verleihen. Bei jedem jeder Verstärkung besteht die Chance, dass die Schmiede eine Meisterleistung erbringt, die im Werterhöhung maximiert. Erziele mehrere Meisterleistungen bei demselben Gegenstand, um Waffen extreme Macht zu verleihen. Erfolg. Bei Verwandeln eines Gegenstands werden Materialien verwendet, die ihn zu etwas vollkommen Neuem verändern. Das Verwandeln erhöht die Fähigkeit eines Gegenstands deutlich. Dabei kann er auch einen seltenen Skill erhalten. Du kannst durch das Verwandeln deiner richtigen Gegenstände legendäre Waffen herstellen. Versuche es einfach mal. Okay, Schmiedeskill-Level. Genau, ich schätze mal, ich kann die ganzen Handwerker auch noch erlernen. Schmiede sind in verschiedenen Bereichen zu finden. Einige sind gut bei Verstärkung und andere bei Verwandlung. Am wichtigsten ist hier Schmiedeskill. Verstärkung und Verwandlung mit hohem Level erfordern hohen Skill-Level. Schmiede steigern ihren Skill-Level, indem sie ihrer Arbeit nachgehen. Besuche daher regelmäßig deinen Lieblingsschmied. Finde den Schmied mit dem gewünschten Skill und beauftrage ihn, damit er sich verbessern kann. Ich habe ein Kurzschwert, ein Schwarzschwingenmantel. Eigentlich will ich, schön schwarz rumlaufen. Ich hoffe, ich kann die übertragen, dass ich halt das Aussehen auf die anderen kleine Stücke übertragen kann. Das habe ich immer sehr gemocht, weil wenn du nur nach den Skills gehst, nach dem, was dir hilft, dann läufst du immer so wie so ein Clown rum. Das ist bläh. Und Kirito braucht schwarze, lange Kleidung. Hallo. Oh, ich kann mich so hinsetzen. Oh, also da setze ich mit hin.